Bist du da, Helga? Ja, was denn los? Wir haben einen neuen Kanzler. Ist die Merkel weg? Die ist jetzt in Rente. 16 Jahre, kannst du dir das vorstellen? Die Frau hat so viel geleistet für unser Land. Hat aber auch viel verpennt, die Alte. Wieso? Ja, die hat auch viel nicht so... Was denn? Guck doch mal mit der Digitalisierung. Ja, wann hätte sie das denn noch machen sollen? In den 16 Jahren hätte sie wohl irgendeinen Dienstag sich mal freihalten können für das Thema. Die hatte doch die Flüchtlingskrise. Fairer Lohn für Pflegerinnen und Pfleger, da kam auch nichts von der Merkel. Finanzkrise, Corona-Krise, Klimakrise, Jens Spahn. Die Frau ist doch von Krise zu Krise geangelt. Und dafür hat sie das ja auch ganz souverän gemacht. Ist ja gar keine Frage. Jetzt brauchen wir aber auch mal frischen Wind. Ja. Wir brauchen jemanden, der unser Land mit Energie, Power und Leidenschaft wieder nach vorne bringt. Ja. Wir brauchen jemanden, der emotional ist und die Leute von den Stühlen reißen kann, wenn er eine Rede hält. Ja. Und wir bekommen... Olaf Scholz. Die wandernde Valium-Tablette von der SPD. Ich glaube, er macht das trotzdem gut. Olaf Scholz ist noch einschlafender als Anneliese Brinkhaus von nebenan. Und die ist seit 9 Jahren tot. Selbst das Grab von Anneliese versprüht noch mehr Energie als Olaf Scholz. Du übertreibst. Fehlt nur noch, dass die CDU den Narkoseort Helge Braun als Vorsitzenden wählen. Dann kannst du dich schon auf das Kanzlerduell freuen in 4 Jahren. Narkoseort gegen Schlaftablette. Aber die Ministerin und Minister sind doch toll. Ich hab mir die mal hier so... Habe ich sie mir hier mal so aufgeschrieben. Lass mal gucken. Inneres Nancy Fraeser. Oha. Ne Nancy soll für die innere Sicherheit sorgen. Ja, gute Nacht, Deutschland. Der Name ist nicht... Ne Nancy hat für mich ein Nasenpiercing und hört unheilig. Das ist für mich ne Nancy. Aber wir sollten ihr eine Chance geben. So. Weiter. Wen hast du? Verteidigung Christine Lambrecht, SPD. Die sieht doch aus wie... Guck sie dir an. Die erinnert mich doch an... Soll ich sagen? Sag mal. Die hat mal bei Harry Potter mitgespielt. Ja! Darf ich vorstellen, die neue Ministerin, Christine Lambrecht, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Aber die kann uns doch nicht verteidigen. Hast du Harry Potter nicht gesehen? Die Frau hat Haare auf den Zähnen. Ich finde, wir sollten ihr eine Chance geben. So, wir hatten Nancy Inneres... Christine Lambrecht, Verteidigung gegen die dunklen Mächte. Wen hast du noch? Außenministerin Annalena Baerbock. Annalena wird Außenministerin. Hört sich an wie ein Kinderbuch. Annalena wird Außenministerin. Und wird vom doofen Viktor und Recep geärgert. So lange, bis sie weint und wieder nach Hause fliegt. Ich glaube, wir unterschätzen die Frau. Nee. Wir unterschätzen die. Als Außenministerin musst du auch mal auf den Tisch hauen. Kann sie doch. Wenn die auf den Tisch haut, dann verstaucht sie sich doch das Handgelenk. Ich finde, wir sollten ihr eine Chance geben. Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck. Also das ist ja auch so ein schmucker Mann. Marianne. Optisch ist er ja mein Fall. Ja, aber sag doch mal inhaltlich. Einfach nur hübsch. Meine Güte, also ich jetzt in Landwirtschaft, Cem Özdemir. Das wird super. Das gibt's ja auch seit vielen Jahren endlich mal wieder, das Ministerium. Julia Klöckner hat ja Arbeitsverweigerung gemacht. Der 8. Dezember 2021 ist für die Tiere in der Landwirtschaft so was wie deren Independence Day. Der Özdemir ist der Retter des Tierwohls. Wenn der sich nicht von den Unlobbyisten doch kaufen lässt. Ich finde, wir sollten ihm eine Chance geben. Finanzen, Christian Lindner. No. Ich weiß nicht. Ist das so ein Bücherwurm? Der ist doch auch so einer, der lieber auf der Bühne steht, schicke Fotos macht, redet. Finanzen bist du doch nur im Büro. Ich glaube, der kann mehr mit Instagram als mit Zahlen. Ich hoffe, der kann vor allem mal die Löhne erhöhen von den Erzieherinnen und Erziehern. Wir sollten ihm aber eine Chance geben. Ich glaube, da fehlt doch noch einiges. Ach ja. Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Ja. Also. Hat sich also doch noch ein Blöder gefunden, der die Scheiße machen will. Kannst du doch nur verlieren. Es sei denn, der haut mal auf die Kacke. Wie? Klare Regeln, klare Ansagen. Ist so. Omikron traut sich nicht mehr nach Deutschland rein, jetzt wo Karl die Pandemie zur Chefsache erklärt hat. Wir sollten ihm aber eine Chance geben. Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Nordseekrabben. Kann ich nicht. Die mit Krabben sind noch lecker. Salz in den ich verstehe nicht, wie du bei so leckeren Nordseekrabben doch wieder irgendwelche Probleme hast. Krieg eine Analfissur von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Mokdat. Mokdat.